Hallo und herzlich willkommen zum neuen Format Alina testet bzw. Richard testet. Mein Name ist Richard und ich studiere hier an der TU Dresden Maschinenbau auf Diplom. Und ich bin Alina und studiere ebenfalls an der Technischen Universität Dresden auf Diplom, jedoch Wirtschaftsinformatik. In unserem neuen Format wollen wir euch zeigen, was man als Studentin oder Student außerhalb des Campusalltages noch alles erleben kann und was das Studieleben eigentlich so ausmacht. In der ersten Folge möchte ich euch zeigen, wie man eigentlich so wohnt, wenn man studiert. Gerade am Anfang stellt man sich ja doch die Frage, möchte ich in einer WG leben oder doch lieber alleine? Und was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wohnformen? Deshalb besuche ich heute drei verschiedene Wohnkonzepte und lerne deren Bewohnerinnen und Bewohner kennen. Allein im letzten Semester haben über 7000 Studierende ihr neues Studium an der TU Dresden angetreten. Davon entscheiden sich natürlich auch die meisten, in der Stadt, in der sie studieren, zu wohnen. Manche ziehen ins Wohnheim, andere ziehen in eine private WG oder Wohnung ein. Wir treffen jetzt Anton. Anton wohnt im Wohnheim auf der Kepa-Luka-Straße hier hinter mir. Das wurde erst vor kurzem frisch saniert und das schauen wir uns jetzt mal an. Moin Richard. Hey Anton, grüß dich. Dürfen wir mal reinkommen? Na klar, Dankeschön. Komm rein. Hier ist meine kleine bescheidene Küche und weiter geht's in mein einziges Zimmer. Ja, das ist schnuckelig hier. Ja, ist nicht allzu groß, aber für eine Person reicht's und dafür habe ich einen wunderschönen Ausblick. Anton hat mir dann erstmal noch seine Wohnung und das restliche Wohnheim gezeigt. In seiner 25 Quadratmeter großen Wohnung gibt es neben dem Wohnraum mit dem Bett und dem Schreibtisch auch einen kleinen Flur mit praktischem Stauraum und einer kleinen Küchenzeile inklusive zwei Kochfeldern und dem Kühlschrank. Auch ein Bad gehört zur Wohnung mit einer kleinen Dusche. Anschließend hat er mir noch die restlichen Räumlichkeiten gezeigt, die er im Wohnheim so nutzen kann. So gibt es auf jeder Etage einen Balkon mit einem tollen Ausblick über die Dresdner Altstadt und den großen Garten, der hier gleich um die Ecke ist. Im Erdgeschoss kann man gegen eine kleine Gebühr im Waschraum die Waschmaschinen und Trockner nutzen. Und auch ein kleines Gym gibt's hier, welches man sich zwar mit allen anderen Bewohnerinnen und Bewohnern teilen muss, aber hey, es ist im Haus und gratis. Auch den Fahrradraum hat er mir dann noch gezeigt, wo man sein Fahrrad sicher abstellen kann. Nach der Tour haben wir uns noch mal kurz hingesetzt und ein bisschen gequatscht. Wie hast du denn die Wohnung hier im Wohnheim damals eigentlich gefunden oder wie hast du die bekommen? Also das Studentenwerk in Dresden, da auf der Website sind halt ein paar Wohnheime angegeben. Man kann sich die auch gut online angucken tatsächlich. Da gibt es so 3D-Roomtouren und dann kann man sich einfach drauf bewerben. Und bei mir ist es halt die Wohnung hier geworden. Ich bin ganz glücklich hier im Wohnheim und ja. Verstehst du dich mit den anderen MitbewohnerInnen hier im Wohnheim gut oder gibt es da eher auch mal Probleme? Also generell ist das Umfeld hier eigentlich sehr freundlich. Man sagt sich guten Tag, spricht vielleicht mal miteinander. Aber es ist jetzt nicht so, dass ständig Feiern gefeiert werden. Jeder wohnt hier ja auch alleine. Es sind keine WGs. Also die Wände sind sehr schalldicht, muss man tatsächlich sagen. Viel kriegt man von den Nachbarn zum Glück nicht mit. Aber wenn man eine Feier gefeiert wird, hat man das auch nur minimal. Also Lernen geht trotzdem sehr gut, ja. Die Anbindung zur Uni, wie findest du die hier von der Kepa-Luka-Straße? Also das ist wirklich top eigentlich, ist ja eine sehr zentrale Lage, 5 Minuten zu Fuß vielleicht bis zum Hauptbahnhof und zur Uni fährt direkt ein Bus, nicht direkt vor der Haustür, sind vielleicht 5 Minuten Fußweg bis zur Bushaltestelle, aber sonst fahren ja auch ziemlich viele Tramlinien, also ich kann mich nicht beschweren. Es hat natürlich Vorteile hier zu wohnen, wenn man alleine wohnt, ne? Man hat keine WG-Mitbewohner, mit denen man sich streitet, aber das ist halt auch der Nachteil, man hat keine WG-Mitbewohner, man ist hier alleine, man lebt hier alleine. Vor allem in der Pandemie jetzt war es natürlich schon eine Herausforderung, würde ich sagen, für einige, die damit eben nicht so gut klarkommen, zurechtkommen. Wenn du jetzt sagst, dass man alleine wohnt, möchte man ja vielleicht auch sein Zimmer ein bisschen nach seinen eigenen Vorstellungen einrichten und nach seinem eigenen Geschmack. Inwieweit ist das in den Wohnheimwohnungen möglich? Also an sich ist alles möglich, was wieder rückgängig gemacht werden kann. Zimmer streichen auch, das ist sogar halb erwünscht, würde ich behaupten. Also uns wurde gesagt, dass wenn wir das Zimmer streichen wollen, dann können wir sogar das Equipment dafür ausleihen und kriegen eventuell sogar Farbe dafür. Im Grunde genommen hat man hier ziemlich viel Freiraum. Ja,
Sehr cool. Was kostet das denn alles so? Also das Coole hier ist halt, dass alle Nebenkosten eigentlich schon gedeckt sind, bis auf das Internet. Und da habe ich am Anfang 325 Euro im Monat bezahlt. Das wurde ein bisschen angehoben jetzt um ca. 10 Euro. Aber da ist halt, wie gesagt, schon alles drin. Heizen, Wasser, Strom etc. Bis auf das Internet halt, wie gesagt, das kostet 5 Euro im Monat. Das ist auch super hier. Ich kann mich nicht beschweren. Habe echt gutes Internet und das für 5 Euro im Monat. Also echt top. Anton, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Erfahrungen und Eindrücke mitgeteilt hast. Und vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Campus. Ja, hat mich gefreut. Bis demnächst mal. Ciao, ciao. Tschüss. Wer sich das Wohnen im Wohnheim einfach nicht leisten kann oder auch nicht möchte, oder wer auch gerne einfach mit seinen Freunden oder Kommilitoninnen zusammenwohnen möchte, der kann in eine Wohngemeinschaft ziehen. WGs haben natürlich auch ihre Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite kann man sich in Kosten für die Miete und auch die Nebenkosten reinteilen, gemeinsam Zeit verbringen und vielleicht auch die ein oder andere legendäre WG-Party schmeißen. Auf der anderen Seite muss man auch lernen, seine eigenen Bedürfnisse der Gemeinschaft zuliebe mal hinten anzustellen und mit anderen Leuten zusammenzuwohnen. Wie das Leben in der WG tatsächlich aussehen kann, das schauen wir uns jetzt mal bei Antje und ihrer 6er WG an. Hey Antje. Hallo. Grüß dich. Möchtest du reinkommen? Wir machen Kaffee. Gerne. Dankeschön. Hallo. Hallo. Setz dich. Dankeschön. Als erstes würde ich euch gerne fragen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr zusammen in der WG wohnt. Wie habt ihr das gemacht damals? Ja, wir haben damals zu zweit haben wir versucht, eine große WG zu finden vor 4 Jahren. Und dann haben wir das gefunden. Und haben dann über ein Online-Portal haben wir dann noch weitere Mitglieder gesucht. Ja, wir haben nämlich, also ich war im Ausland und mein Zwischenmieter war Jakob. Bei mir lief das so, ich war zu dem Zeitpunkt noch im Ausland und dann habe ich mit denen geschnackt und dann kam irgendwann raus, dass Antje und ich aus derselben Stadt kommen. Irgendwelche Tipps zum WG-Casting? Ist immer ein gutes Zeichen, wenn man länger als 20 Minuten da ist. Also wenn du nicht zu den Leuten passt, dann wird es eh nicht gut, also einfach mal locker reingehen und gucken, ob es was wird. Also ich finde es immer gar nicht so schlecht, wenn die Namen derjenigen, die da wohnen, wenn die im Text stehen, auch oben hinschreibt. Ich glaube, letzten Endes einfach schreiben, was man sich für die WG vorstellt. Wie macht ihr das mit euren Kosten für die Wohnung, die normale Miete, die Nebenkosten? Teilt ihr euch das alles? Also wir haben es natürlich schon entsprechend der Zimmergröße gemacht. Ne? Also die Leute, die ein größeres Zimmer haben, zahlen natürlich auch ein bisschen mehr. Wie 330, 40, so 220? 330. 315. 330. Aber so die ganzen Wohnkosten, sei es sowas wie Heizen oder Strom, das teilen wir alles untereinander. Jetzt sind wir hier in der Friedrichstadt. Das ist im Gegensatz zum Wohnheim nicht direkt am Campus. Wie ist die Anbindung hier? Kommt man gut an die Uni? Also wir haben jetzt so zwei Bahnhaltestellen, die direkt in der Nähe. Dann ist man vielleicht in so 20 Minuten an der Uni, mit dem Fahrrad auch in so 15. Also kein großer Unterschied. Okay, und dann möchte ich euch abschließend noch fragen, Privatsphäre. Wie ist das, wenn man mal Zeit für sich braucht? Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall super kommunizieren und dann macht man eine Tür hinter sich zu und ist ein bisschen für sich. Den Tag über sind wir dann auch viel für uns. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns halt echt alle gut verstehen, verbringen wir auch sehr gerne Zeit miteinander. Was die WG-BewohnerInnen alles so machen, wenn sie gemeinsam Zeit verbringen, haben mir dann Antje und Jakob im Garten gezeigt. Sie haben hier verschiedenste Beete für den Anbau von Obst und Gemüse angelegt und sogar ein Hopfenbeet wird gerade gebaut. Außerdem gibt es hier auch ein Gehege für Wachteln, einen Pizzaofen, einen Brunnen und auch einen kleinen Bungalow. Nach einer kurzen Erfrischung musste ich dann aber auch schon wieder los. Denn wie wir gerade von Antje gehört haben, bringt das Wohnen in einer privaten WG neben verschiedenen Vorzügen auch Hürden, wie das Finden der richtigen WG oder auch das Meistern des WG-Castings mit sich. Wer es einfacher und vielleicht auch schneller haben will, kann sich auch über das Studentenwerk im Wohnheim ein WG-Zimmer anmieten. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, mit Kommilitonen des gleichen Studiengangs in eine WOMI-CO, also Wohnen mit Kommilitonen-WG zu ziehen. Und wer lieber in einer WG mit Studierenden aus unterschiedlichsten Fachrichtungen wohnen möchte, kann sich auch frei zu einer WG zuteilen lassen. Und genau das hat der Student gemacht, den wir als nächstes treffen. Satya ist in Indien geboren und studiert seit 2019 an der TU Dresden. Er wohnt hier im Wohnheim an der St. Petersburger Straße und anders als Antje nicht nur mit 5 MitbewohnerInnen, sondern gleich in einer 8er WG. Und seine Erfahrungen damit, die hören wir uns jetzt mal an. Hey Satya! Hallo Richard! So nice to meet you! You too!
Welcome. Yeah, this is our entire apartment. All of it. The whole hall. Yes. So, how many rooms are in this there apartment? There are totally 8 rooms. Yeah. And up to 2 people can share 1 bathroom. Yeah. So, and for the entire 8 people, we have the complete kitchen. So, do you want to show us around a little bit? Indeed. Like our room. Let's go. There are bathrooms, and this side there are rooms. Okay. So, yeah. For 2 people, 1 bathroom. So, and this is one of your bathrooms? Yes, one of my bathrooms. With the shower and... Yes. Also not the very biggest close. One, yeah, but... very reasonable one, yeah. Okay. And your room is it is here? Very close to kitchen. One of the plus points. That's true. So whenever you want, that's the reason why. Whenever you want, you can... So you're in my room. Yeah. Quite small, but reasonable. Yes. You have one bed. Yeah. You have a workstation. And you have a place to sit. And there is a really good view. So whenever I do here, I sit here and I relax. Yeah. When I work here, I sit here and I relax. So whenever I, if I get bored, there we'll go into the kitchen. Yeah. And we can have a look at that? Yes. Hey, so, how are you? Hello. Hey, so I'm Richard. Hello, nice to meet you. He is one of my tenants, and there are totally 8 people, one of them. I moved to Dresden in October in 2019. And I've been staying at this apartment since February 2020. Okay, and how do you like your apartment? And the kitchen is great, obviously. Yeah. Like as you can see, we have a cooktop, and then there's an oven as well. And yeah, it's pretty good. Can we sit down and have a little conversation about your shared apartment? Yes, I prepared something for you. I see you prepared quite a lot. So what did you prepare for us? Indian sweet and also Indian food, the famous food, the biryani you call it as. So okay. I prepared veg and also I prepared with meat. That's totally awesome. Thank you. Yes. So you already told me that you do a lot of stuff together as a apartment. What's the stuff you do together? Cooking. And sometimes we discuss because there are also other students who don't belong to our study group, so which is like a win-win situation. So staying in a VG is like it completely transforms each and every student's life. I can afford a single apartment, but I would rather stay in a VG where I have an opportunity to interact with other people. Before I came to this apartment, I used to stay in a single apartment. Since I was new here, I wanted to meet more people and interact with people from different backgrounds. So I decided to shift to this apartment. And yeah, I think it has been a very good decision. So usually in other Vegas, it is only like 4 or 5. But here we are sharing with 8 people, but we have a common balcony where we can also interact with other 8 people. So it's like completely like a household. We are from India, obviously, and then we have people from Germany and from Iran. From psychology and students from history, students from political science. And yeah, which is one of the good things. Actually, we discuss and we debate and we can improve our language. So that is one of the positive things which we got it actually. I started to learn German like that. He or she has to make an application on the website. And the process is pretty easy, I would say. And you can choose from many of the dormitories that student and work has. This place is really center of the city and it costs only 230 euros. I wish the room size is bigger, but we are getting all the positive things, so I can compromise on that. So you would recommend to everybody who wants to study in Dresden to move to the dormitory? Yes, totally. Another important thing, as you mentioned, is the cooking, and I think I hope we can try something because it looks very delicious. Yes, I made it specially for you, and yeah, let's try it all. Okay, thank you. Nach unserem Gespräch haben wir es uns dann schmecken lassen und haben den Abend auf dem WG-Balkon ausklingen lassen. Nicht nur das Wetter war toll, sondern auch der Ausblick von hier oben auf die Dresdner Innenstadt. Okay, Satya, and some very great thanks to you for having us and for really the food and for showing us around. It was a wonderful time. It was our pleasure to have you in our apartment. Thank you. And maybe we'll see each other on the campus again one day. Yes. Yeah, okay. Hopefully, yes. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you.
Nach so vielen Informationen und Einblicken in die verschiedenen studentischen Wohnformen müsst ihr nun selber und ganz individuell entscheiden, welche davon für euch die beste wäre. Ob nun wie Anton in einer Einzelwohnung im Wohnheim, wie Antje in einer privaten WG oder wie Satya in einer Wohnheim-WG, jede der Wohnformen hat ihre Vor- und Nachteile und ich bin mir aber ganz sicher, dass es für jeden von euch hier in Dresden die passende Wohnmöglichkeit gibt. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit einer der Wohnformen gesammelt und möchtet diese gern teilen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Ganz wichtig, Glocke nicht vergessen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier auf dem Campus der TU Dresden aussieht, dann schaut gerne hier bei den Campus-Touren mit Sophie und Florian vorbei. Und hier unten im Video haben wir Medizinstudierende eure Fragen gestellt. Schaut auch da gerne mal vorbei. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.